Ja, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Monster Hunter 3 Ultimate für die Wii U. Wir killen den erzogenen Rathalos, Bams. Ich hab schon vergessen, wir haben die gleichen Klamotten. Los, los in die Action. Oh mein Gott, war das fail? Das ist, keine Ahnung, musste mal sein. Oh, wir kämpfen hier so schön, ey. Ah, okay, weiß ich nicht. Der Kampf wird wahrscheinlich sowieso wieder eine halbe Stunde dauern, deswegen ja. Wollen wir mal ein bisschen beschleunigen hier. Speed-Modus. So mit riesigen Fels. Hab schon in der Millisekunde, in der ich jetzt gesagt habe, so gedacht, ja, okay, das nimmst du nochmal neu auf. Aber jetzt bin ich schon so weit drinne. Ganze eine Minute, also lass mal das. Ah, ja gut. Ja, wie gesagt, immer noch gleiche Klamotten. Dios-Klinge, Uragan-Klamotten. Gegen den Nationen Rathalos. Und da war ein Danger-Zeichen und lass mich raten. Entweder ein Rathian oder ein rosa Rathian, ne? Keiner von den beiden ist wahrscheinlich hier. Das ist sehr, sehr schön. Okay. Komm her, ich frag mich, wie der aussieht. Das Azurner Rathalos, das stelle ich mir irgendwie sehr cool vor. Gehen wir direkt ins Nest. Da warten sie bestimmt beide, ne? Wir jetzt beide platt machen wahrscheinlich. Oh, ich kann jetzt schon kotzen. So. Keiner. Okay. Geil. Dann ist er schon wieder am Startpunkt, wo ich gerade war, ne? Ich kann ihn schon sehen. Nein, Quatsch. Weißt du, ich springe von 50.000 Kilometern, ne? Und bekomme keinen Kratzer. Irgendwas kommt hier gerade. Da ist er. Ich hab mir irgendwie glänzender vorgestellt. Keine Ahnung, ich spring von 10.000 Kilometer und bekomme keinen einzigen Kratzer. Also sobald mich irgendwie ein Monster anbrüllt, denke ich mir so, ah, meine Ohren, oh, das tut so weh. Aber wenn jemand am Boden stampft in meiner Nähe und ich prall an dem ab, ziemlich auf den Arm nehmen. Den Schwanz peile ich ab. Wenn ich etwas vom Uragan gelernt habe, dann, dass auch wenn man irgendwo abprallt, kann es immer noch abgetrennt werden. Ich habe kein Gegengift dabei. Ich habe kein Gegengift dabei. Ich bin so ein Vollidiot, ne? Ich werde sowas von verrecken. Oh Gott. Ja, den Kampf kann ich jetzt eigentlich schon vergessen. Jetzt schon? Geil. Den Kampf kann ich doch nicht vergessen. Aua. Wenn ich genug von den beiden geheilt werde, also von Jaja, kann halt eigentlich noch was werden. Ja, ich weiß, der Rathalos ist nervig. Ich hab's vergessen. Ich glaube, ich kriege auch Gegengift von den Vorräten, ne? Okay. Ah. Oh, danke. Ja, schon ein Problem gelöst. Aha. Ach. Ja, Rathalos ist wieder sehr nervig. Ich weiß es doch. Weil er setzt zum Glück nicht so oft seinen Vergiftungsangriff ein, also. Danke. Das ist halt nicht so schlimm. Er setzt umso mehr seinen Feuerangriff ein. So, da habe ich jetzt geblockt. Was machst du jetzt? Ja, ich peile einmal ab. Ist auch gut. Könnte trotzdem abgetrennt werden. Am Uragan konnte ich auch nicht das Kinn irgendwie angreifen, das ist auch immer abgepeilt, aber irgendwann ist er auch kaputt gegangen. Der Schwanz auch. Also ja, immer schön auf die Teile raufkloppen, dann geht's auch kaputt. Ich bin schon froh, wenn ich ihn überhaupt erledige. Ja gut. Gut, also ich habe schon so oft gegen Rathalos, Rathian und was weiß ich alles gekämpft.
Ich weiß, wie man gegen die kämpfen muss. Die sind ja nicht so schwer. Ja, nur relativ frühe Monster. Ich dachte, er wird irgendwie so leuchtend bläulicher sein. Er sieht irgendwie so schmutzig bläulich aus. So, und der haut jetzt ab. Was? Ach nee, der macht seinen Angriff hier. Ich wollte schon sagen, der fliegt zu meinem Camp, was zum Teufel? Ha! Apropos Camp, ich gehe gleich mal wieder zum Camp, wenn ich die Chance noch kriege. Was zum... Also wechsel mal bitte den Bildschirm jetzt. Okay, das ist ein neuer Angriff. So, die Flügel, die kriegen wir auf jeden Fall. Maha, nicht abbrechen. Ja, du sollst den Screen wechseln, bitte. Ich brauche irgendwie eine Entschuldigung, zum Basiscamp zu gehen, um mich zu heilen. Jetzt geh bitte nicht da hinten lang. Okay, ich gehe da lang. Der geht da lang, sehr gut. Geh wahrscheinlich jetzt sofort das mal fressen, ne? Also versuch mal noch vorher mit deinem Schwanz ein bisschen kaputt zu hauen. Ja, das ist durchgekommen. Hier war jetzt voll aufgeladen, aber trotzdem. So, vom Fressen abgehalten, jetzt gehe ich mich mal ein, wenn du was dagegen hast. Wenn du nichts dagegen hast. Das Ding, ja. Ich wollte gerade springen. So. Habe ich nicht. Noch nicht. So, jetzt. Heilung. Nein, okay. Das ist mir schon wieder so gedacht. Ja, die kommen wahrscheinlich und heilen mich jetzt. Na gut. Dann weiter. Hey, wenn er direkt hier neben ist, warum nicht? Oh, das hat Ding, was der hinterlassen hat. Einer. Oh, ich hasse diesen Angriff so sehr, ne? Das Wasser. Okay. Ich würde gerne aufheben, danke. Danke. Über ein Training. Ich weiß gar nicht, warum ich die überhaupt noch aufsammle. Ich habe genug Geld. Ich habe irgendwas mit 150.000. Ich brauche das ja auch so gut wie nie. Hier und da kaufe ich mal wieder ein paar Tränke oder so. Alles andere brauche ich nicht. Runter. Bis jetzt ist noch kein Rathian hier aufgetaucht. Falls überhaupt ein Rathian hier auftaucht, aber ich wette mal so gut wie alles darauf. Oh, dieser Angriff, ne? Ich hasse die. Ich brenne immer noch. Da ist ja irgendein Wasserviech, dann habe ich sowieso meine Ruhe. Mein Gott, jedes einzelne Mal. Da will ich schon wieder löschen, geil, ne? Meine Vorräte können auch langsam auftauchen. Ich bin direkt hier am Dings. Am Basislager. Warte ab. Nö, oder? Ich könnte jetzt eigentlich noch mal zum Basislager gehen, mache ich jetzt auch. Oder auch nicht. Danke. Danke, Schatz. Das war sehr gute Zusammenarbeit. Finde ich gut.
Und die Rüstung von ihm wird aber bestimmt richtig geil aussehen, ne? So im Blau. Das war eine andere, was war der Original nochmal? Rot, ne? Die Rüstung, die habe ich doch, glaube ich, auch. War auch nicht schlecht eigentlich. What? Ach so, hier. Ach man, frisst doch mal, was da nicht schaffen können. Ja, zumindest sind wir ja wieder im Wasser. Eigentlich sind wir immer im Wasser, habe ich so das Gefühl, wenn wir gegen Rathaus kämpfen. Sehr gut. Jetzt rein damit. Oh. Ja, der Rathaus findet dann auch nicht schön. Tötet ihn. Boah. Blödes Viech. Das ist ein Trank, ne? Ein Trank! Der mir mein Leben retten könnte, hallo? Oh. Beschützt mich! Bitch slappt er den einfach. Willst du denn? Oh Gott. Oh, der Schwanz. Buff. Buff. Jetzt auf den Schwanz. Auf den Schwanz. Sehr gut. Obwohl, ich bin nicht überall. Oh, Rückenmark, nichts Neues, verdammt. Ich bin nicht überall in ihn. Oh, okay. Bin ich getroffen. Ah, oh, das hat mich aber. Oh nein. Ich weiß nicht, was man da drücken soll. Ich drücke einfach nur jeden einzelnen Knopf hier. Und es hilft sogar immer. Oh, Angst, das ja, guck mal. Gesundheitserholung, sehr gut. Ich weiß auch nicht, wie ich geil wurde da oben, aber... Hand auf der Vergiftungsangriff, der ist doch. Ich darf eigentlich nicht in dem Wasser hier reingehen. Die Rüstung ist ja nicht so gut fürs Schwimmen. Ich stelle mir einfach so vor, wie ich mit der Rüstung hier in so eine Pfütze irgendwie ertrinke. Das wäre irgendwie lustig anzusehen. So eine Schildkröte, die nicht mehr hochkommt. So habe ich ja quer. Da. Ma. Gerade werfen. Du Pisser. Das hat... Was zum Teufel ist da? Das ist so eine Katze, haben wir vorbeigeflogen. Das hat sich so an dem Rathaus. Der ist nie am Boden. Der ist immer in der Luft. Da geht mir so auf den Nerven. Ah, der zündet mich die ganze Zeit an. Da geht mir auch auf den Nerven. Ah. Was noch, als ich gegen den neuen Rathian gekämpft habe, hier auf den höheren Rang. Der mich mit seinem verdammten Feuer immer one-shottet hat, beinahe. Aber das ist eigentlich kein Problem, ja, der Gegner. Ah. Jetzt muss ich aufschleifen. Jetzt habe ich die Signale richtig gedeutet. Blick aber noch nicht hin. Also auf dem Boden so. Da liegen ein paar Sachen. Ach nee, das könnte auch von den Katzen sein, ne? Ich Idiot. Ich werde wirklich riskieren. Er hat gleich nur da ist, nehme ich mir das. Ach man. Und schon wieder irgendwas hinterlassen. Da, so, wo ist es? Er ist natürlich weg, oder wie? Nee, da. Hier hinter was steckt. Hat es eine Druckmarke? Ja, wupf. So, erste Hilfe hat's nein. Oh. Ihr blöden Katzen, ihr könnt auch echt gar nichts richtig machen, habe ich das Gefühl. Na gut. Soll ich ein Steak essen? Würde ich gerne mal gebratenen Steak. Da muss ich mal rausgehen und Fleisch braten. Und das geht mir so auf den Nerven in dem Spiel. Also, wieso kann man sich nicht einfach irgendwo gebratenes Fleisch kaufen? So ab einem Zeitpunkt, ich meine, ehrlich, ist so blöde. Oder hat man nicht wenigstens hier eine Dings? Warum kann man nicht in der Stadt einfach grillen? Habe ich das eigentlich schon mal ausprobiert? Ich glaube nicht, ne?
Wenn das geht, ne? Muss ich nicht immer extra in den Wald gehen. Den Kack. Ah, meine Ohren. Ja, ich wusste, du hast was. Ja, deswegen hasse ich dich. Ich hasse dich. Ich muss mal auf sein Maul ziehen, wenn er. Ah! Ja, der Feuerspuck, das habe ich mal beim Knackdown gemacht. Einmal witzig anzusehen, wenn er seinen Laser abgeschossen hat. Ich war direkt auf seinem Maul gehauen. Er so, was zum Teufel, hör auf damit. Na, ah, komm runter. Komm runter, nicht so viel Stress hier. Oh Gott. Ich finde diesen Gesundheitserholung ist richtig geil jetzt. Sehr gut. Bis ich mich wieder umdrehe, ne? Schon wieder was abgetrennt? Ne, war so ein Insekt, oder? Ich hab nur gesehen, wie irgendwie so irgendwas zersplittert ist. Kann ja nur so ein Insekt sein, die tun ja immer in Millionen Teile jetzt zu fliegen. Sehr gut. Sehr gut. Nochmal, komm schon. Jawohl. Ah, schade. Ich war gerade so in so einem Streak. Nix da. Jawohl. Jetzt gebe ich den voll auf die Fresse. Und schon noch mal. Und schon noch mal. Ich habe ihn hier. Er kriegt mich niemals, wenn ich unter ihm bin. Ja, das hat den. Ich wusste es. Das hat ihm den Rest gegeben. Sehr schön. So, jetzt fliegt er da hin, ne? Die paar Schläge waren zu viel. Da denkt er sich auch noch, boah, nee, darauf habe ich keine Lust mehr. Sehr schön. Da so, komm, Flieke, ich weiß genau, dass du da einfliegst. Willst du ja eigentlich was vormachen. Oh, ist er halt da, ne? Bisschen traurig, dass man halt alles schon auswendig weiß, ne? Ist er weiter geflogen? Hi, na? Oh, der ist ja immer noch hier. Oh, oh nein. Jetzt müsste er mich hier runterschmeißen. Also ich habe dich wieder unter 20 Minuten. Meine Güte, was ist los? Da habe ich doch die Rüstung, die mir Angriff plus gibt. Kann ich mal an. So, das war's jetzt aber, oder? Oh. Boah, da kann echt nicht mehr. Auch man. Komm schon. Ein paar Mal noch. Duff. Ach komm schon. Duff. Aha. Oh Gott. Schmeißt mich hier noch runter, ich sehe das doch. Ah, schon. Ja, war ja gut. Können wir beide Feierabend machen. Ich habe keinen einzigen Trank verbraucht. Ah, Rathalos. Schuppe. Ah, Rathalos Rückenpanzer. Ah, Rathalos Schuppe. Plus. Ah. Kannst du es wagen? Puff. Ma. Nehmen wir hier noch was mit. Dung. Doch, Mann. Hier liegt auch noch was. Nehmen wir auch noch mit. Hier. Knochen. Ehrlich?
Knochen. Sind, warte ich nicht, Rang 9 hier. Wir tanzen gerade und die heilen mich. Warum denn auch nicht? Kampf ist vorbei, ich brauche ja Heilung. Ja, hey, wieder 20 Minuten. Meine Güte, was ist jetzt auf einmal los? Ich glaube, die Waffe ist echt imbar. So, dann ist vollkommen wieder ein neues Viech kaputt hauen, ne? Ah, Reisan. Rüstkugel, davon habe ich auch jetzt die blöd Sachen, ne? Viel zu viele Rüstkugeln. Ich habe alles irgendwie schon auf Level 6 oder so hochgelevelt, glaube ich. Oder jetzt was? Ah, lass mich raten. Ah, 200 Rathalos, ne? Kommt da sowieso immer noch Kurupiko. So, Duram. Wow. Jetzt kommt doch mal was anderes. Ein Duram Boros. Boros, 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 Boros. So, der nächste Kampf wäre. Dann Schattenangriff. Er jagt ein Nagakuga. Und die Leute hier. Ja. Also immer die Zeit macht irgendwie mir einen Strich durch die Rechnung, habe ich so ein Gefühl. Den Jen Moran müssen wir ja auch noch erledigen, stimmt, so. Wie hieß das Viech nochmal? Agakuga. Flugviren, die sich im dichten Wald angepasst haben. Sie sind schlau und stürzen sich rasend schnell aus den Schatten auf die Beute. Der massive Schweif ist geschickt und tödlich. Okay. Kann ich waffenmäßig irgendwas herstellen wieder? Nö. Ich kann hier von eins herstellen, ehrlich. Diapson. Das ist doch lila, oder? Aber nur sehr, sehr wenig. Stachelsäbel. Was? Weiß? Geht sogar noch höher? Könnte ich mir so herstellen. Leck mich. Salamander. Die haben wir eigentlich auch immer nur grün, weil die auch so überpowered sind, ne? Hummer, Hummer. Na gut, okay. Tut mein Part nicht in die Länge ziehen. Ich würde sagen, ich beende den Part hier und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wo wir gegen das neue Viech da kämpfen werden. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.